Klingelt. Es war ein verrücktes Fußballspiel mit dem dann am Ende ja, besseren Ausgang für Lok. Es tat mächtig weh. Wie geht es dir jetzt unmittelbar nach dem Spiel damit? Boah, ja, ganz bitteres Ding. Ich habe gerade auf meinen Zettel geguckt bei der Pressekonferenz. Ich weiß gar nicht, wie viele Chancen wir da drauf haben. Ich glaube, uns tut es einfach gut, wenn wir vielleicht auch mal das zweite machen. Da waren Riesenbretter, die wir einfach ausnutzen können. Kriegen dann eigentlich aus dem Nix ein Gegentor, was uns so vielleicht ein bisschen nachdenklich macht, was es gar nicht braucht, weil bis dahin hat die Mannschaft genau das umgesetzt, was wir wollten und die Räume genutzt. Ja, und auch hinten raus. Ich meine, so viele Bretter, die wir da haben liegen lassen, fast 1000-prozentige, die musst du machen, da musst du dem Gegner wehtun. Ich meine, was haben die? Die haben 3-4 Chancen und machen dann halt 3 Tore. Das ist dann auch zu einfach gemacht für sie. So, und das müssen wir besser machen. Das ist schon sehr, sehr bitter heute und enttäuschend. Aber auch da kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben geackert, sie haben gearbeitet, haben immer wieder breit gezogen, haben gefühlt 200 Flanken reingebracht. So ein bisschen dieses Quäntchen hat gefehlt, dass wir das 3-2 selber dann machen, dass hinten raus dann so ein Tor dann kommt. Ja, das ist dann manchmal auch so. Unser Torwart ist ja auch angegangen worden mit 20 Stichen genäht, mit einer offenen Sohle. Hoffen da, dass da alles okay ist, wünschen ihm gute Besserung. Manchmal läuft dann auch viel gegen dich, aber das muss man dann auch als Sportmann akzeptieren und einfach gucken, dass du weitermachst. Es wird heute Abend trotzdem nicht einfach sein, das zu verarbeiten, aber morgen musst du dann schon wieder nach vorne schauen. Klinger, du hast ja gesagt, es war ja ein Spiel, wo irgendwie alles zusammenkam. Ne? Auf der einen Seite die Dinger, die man auch selber liegen lässt, keine Frage. Auf der anderen Seite war auch die eine oder andere Entscheidung, da muss man sich zumindest mal nochmal angucken, so würde ich es mal formulieren, ne, wenn ich mir das 2:0 anschaue, was am Ende nicht gegeben wird oder eben der Einwurf, der dann uns dann abgepfiffen wird kurz vorm 2:3. Es waren schon einige komische Sachen dabei. Also mit anderen Worten, es kam irgendwie alles zusammen in dieser Partie. Ja, irgendwann wird sich das mal wieder wenden. Ich glaube, am Mittwoch schon in Babelsberg hätte es sein können, dass wir vielleicht oder der Gegner eine rote Karte bekommt. Auch heute, wir schießen ein reguläres 2:0, was uns, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt also richtig gut getan hätte. Es wird dann weggenommen. Der Schiedsrichter zeigt, glaube ich, sogar noch zur Mitte. Keine Ahnung, was da drücken. Das ist schon manchmal fraglich, aber da bin ich überzeugt davon, wenn du weiter ackerst und weiter arbeitest, dass dann dieses Glück auch wieder zu dir dann wendet und die eine Entscheidung auch dann reinkommt. Ja, munter putzen, weitermachen. Klinger, wenn es am Freitag weitergeht beim BFC, müssen wir auch mal unsere Wunden noch mal lecken, müssen wir mal wirklich mal ins Lazarett gucken. Es hat ja doch einige sind angeschlagen, einige standen das gar nicht mit auf dem Zettel, wie Pascal Ferker und Marcel Hoppe. Kannst du uns ein bisschen Ausblick geben oder beziehungsweise einen Einblick in die Krankenakte? Ja, Verkamp haben wir weggelassen. Der war so bei 90%. Das wollten wir nicht machen. Also wir sollen schon 100% vierte Spieler auf dem Platz stehen. Haben gesagt, komm, dann haben wir die Breite im Kader, dass wir dich ein bisschen auch schon Richtung Freitag auch hin. Hoppe muss man mal gucken. Er hat jetzt so eine Bauchmuskelgeschichte. Das kann vielleicht schon eng werden, auch bis Freitag. Ansonsten, Mohen ist halt raus. Müssen wir mal gucken, wie da der Stand dann ist. Er hat einen Schlag reinbekommen. Ich denke, es wird jetzt nicht so schwer sein. Finn musste dann, sag ich mal, muskulär auch raus. Aber ansonsten hoffen wir, dass dann soweit alle gesund bleiben und da keiner wegbricht, weil das wird schon jetzt auch ein richtiger Fight werden am Freitag, den wir da annehmen müssen. Und ja, wir fahren da hin und wollen gucken, dass wir da was holen. In so einer Phase finde ich ja auch extrem wichtig, auch zu gucken, ob die Dinge, die gut waren, die positiv waren, die man heute mitnehmen kann in das Spiel am Freitag. Auch wenn das jetzt natürlich schwer ist, unmittelbar nach dem Spiel. Aber was sind denn die Dinge, wo du sagst, jawohl, das ist das, was ich sehen wollte und was mich optimistisch stimmt? Die Mannschaft hat an den Ketten gezerrt. Sie haben sich einen Haufen Torschancen herausgearbeitet. Das kriegst du ja auch nicht geschenkt. Machen das 1:0, sag ich mal, zum perfekten Zeitpunkt in der 7. Minute, haben genug Möglichkeiten, das 2:0 zu machen, auch am Ende hin. Sie drehen das Spiel, sie sagen sich, stecken nicht den Kopf in den Sand nach dem 2:1, sondern kommen zurück, provozieren eine rote Karte auch für den Gegner. Das sind alles, sag ich mal, so ja, Anzeichen, dass sie unbedingt wollten, dass sie, sag ich mal, alles reingeschmissen haben. Bisschen Pech, dass einfach dann, sag ich mal, vielleicht auch dieser Nackenschlag dann für den Gegner nicht gekommen ist, aber ja, musst du weiterarbeiten, musst du aushalten. Ist im Sport manchmal nicht so einfach, aber das werden wir auch hinkriegen. Dafür drückt man ganz fest die Daumen. Danke, Klinger. Danke.